Wow. Das war krass. Obwohl ich sagen muss, das Ende war jetzt irgendwie so. Es war so abrupt jetzt auf einmal. Also ich meine jetzt die letzte Szene so. Ronan, er geht aus dem Bild und bam, es ist vorbei. Das könnt ihr doch jetzt nicht mit mir machen. Was soll denn das? Mann. Also ehrlich, das war einfach unglaublich, dieses Ende jetzt. Wow. Was soll ich dazu sagen? Das ist einfach unglaublich. Also es hat mich gerade wirklich mitgerissen. Vor allem diese Musik und dazu das, was er gesagt hat. Das ist ja richtig genial. Also gut, dass es Abigail war. Darauf hätte ich irgendwann ja auch kommen können. Bin ich noch nicht. Also die Idee kam mir irgendwie zwischendurch mal am Anfang, weil ich sie irgendwie sehr eigenartig fand. Aber die habe ich ja anscheinend schnell wieder verworfen. Das war durchaus eine spannende Wendung, muss ich sagen. Und vor allen Dingen, dass auch ich selbst benutzt wurde. Das hätte ich bis zum Ende nicht erwartet. Ich hätte es erst, also ich habe es wirklich erst dann gedacht, als ich gefragt habe und sie so geschmunzelt hat. Das ist wow. Das ist ehrlich unglaublich. Das erklärt so vieles. Das ganze Spiel wurde durchgezogen. Richtig genial. Also, wow. Diese eine Mädchen vor allen Dingen hatte ja vor mir Angst. Natürlich hatte sie vor mir Angst. Sie hat mich wiedererkannt. Das finde ich extrem genial gemacht, muss ich echt sagen. Also, letztendlich zusammenfassend zum Spiel kann man sagen, es lässt sich durchaus mehr ausbauen. Die Story wurde richtig gut gemacht. Das muss ich echt sagen. Die Story war richtig genial. Die waren ein paar Stellen vielleicht etwas, sagen wir mal, nicht langweilig, sondern sie hat sich ein bisschen hingezogen, sage ich mal so. Vom Gameplay muss ich echt sagen, sagen wir mal, wie man alles angehen musste, bin ich durchaus von beeindruckt. Das mochte ich. Aber, jetzt kommt natürlich das Aber, ich bin da natürlich selbst ein bisschen kritisch und verdammte Scheiße, während der Aufnahme hier rede ich die ganze Zeit durch die Nase. Ich bin nicht krank, aber ich weiß nicht, meine Nase ist irgendwie zu und das nervt mich einfach, dass das während der Aufnahme gerade die ganze Zeit passiert, egal. Aber auf jeden Fall vom Gameplay muss man sagen, das Aber, was ich jetzt betonen wollte, es hat sich sehr, sehr viel wiederholt, leider. Also, sage ich mal, intuitiv gesagt, ist das erste Mal das recht interessant, sozusagen alles zu detailliert zu analysieren und herauszufinden, zu rekonstruieren, so gesehen. Aber auf der anderen Seite muss ich dann sagen, es hat sich immer nur durchgezogen. Es war immer dasselbe, das Gleiche. Das ist natürlich bei einem Spiel richtig, richtig schwer, etwas zu machen und dann nicht in einem Klischee zu bleiben, weil wenn du das Klischee änderst, dann wird das Spiel eventuell richtig Mist, weil es einfach zu viel in einem ist. Aber wenn du halt zu doll bei dem bleibst, dann wird es zeitweise langweilig. Aber ich muss sagen, vom Gameplay her war es nicht langweilig. Die Open World, muss ich mal sagen, war jetzt nicht so riesig. Was ich jetzt aber nicht als Kritikpunkt ansehen würde. Ich würde sagen, für dieses Spiel ist es genial gemacht, weil man konnte so immer schnell von dem einen Punkt zum anderen Punkt reisen bzw. laufen. Und konnte so der Story immer folgen. Jetzt könnte man natürlich sagen, die Nebenquests, sage ich mal, dass man hier Leuten hilft, auch genial gemacht, muss ich sagen, kam aber ein bisschen wenig, um ehrlich zu sein. Oder ich habe es einfach zahlreich übersehen. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber es wurde echt wenig eingesetzt. Und was man natürlich sagen muss, es gibt hier sozusagen eine Belohnung, sagen wir mal. Ja, eine Belohnung dafür, wenn man alles auf Anhieb richtig macht, dann gibt's ja diese Marken, diese drei Marken. Und wenn man die halt wirklich keine davon verliert, dann kriegt man eine goldene Marke. Das habe ich, darauf bin ich zwar nicht eingegangen, habe ich aber ab und zu selbst beobachtet. Aber das hat eigentlich keine Konsequenzen. Jetzt müsste man natürlich wissen, gibt es durchaus eine Belohnung dafür, wenn man das komplette Spiel ohne eine Marke zu verlieren schafft? Ich glaube fast eigentlich nicht, weil dieses Spiel lässt jetzt nicht wirklich was offen.
Gut, es lässt natürlich jetzt am Ende offen. Ich dachte, jetzt am Ende kommt nochmal so eine schöne Szene, wo sie sich in den Arm fallen und er dann selbst auch ins Licht geht. Aber na gut, das muss man nicht machen. Das ist so vielleicht etwas besser gewählt. Ich weiß nicht, für mich nicht. Ich finde es ein bisschen blöd, ehrlich gesagt. Aber okay, kann man so machen, muss man aber nicht. Naja, was gibt's sonst noch zu sagen? Ich weiß nicht. Das Spiel an sich hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich bin froh, dass ich es beenden konnte. Ja, muss echt sagen, ich kann dazu leider nicht mehr sagen. Jetzt könnt ihr natürlich, also wenn ihr wollt, ihr seid jetzt natürlich noch gefragt und falls überhaupt noch jemand zuhört, dann dürft ihr natürlich auch eure Meinungen zu dem Spiel in die Kommentare schreiben, falls ich irgendwas vergessen habe zu erwähnen, falls ihr irgendwas besonders toll oder besonders schlecht fandet. Also wir gehen jetzt mal nicht davon aus, von meinem Spielverhalten, weil das ist immer schlecht, das ist grottenschlecht, aber es ist so raffiniert, wie ich das alles angehe. Ja, ja, das solltet ihr mal beobachten und überdenken, ja. Ich gehe raffiniert mit meinem Spiel vor. Nun gut, aber ich würde gerne was zu dem Spiel hören, falls ihr da noch was zu sagen habt. Wie gesagt, falls sich irgendwas wiederholt, ist das auch nicht schlimm. Falls ihr irgendwas, also falls ihr mir zustimmen, könnt ihr auch sagen, ja, das sehe ich genauso. Und darüber würde ich mich auch freuen. Nun weiß ich nicht, wie lange der Abspann noch geht. Aber ich möchte ihn natürlich bis zum Ende zeigen. Ich möchte hier jeden Einzelnen loben, der an diesem Spiel mitgearbeitet hat, der es getestet hat. Wobei ich sagen muss, bei den Testern, ihr habt ein paar Stellen nicht ganz akkurat so angesehen, muss ich sagen. Ich könnte jetzt auch mal überprüfen, das habe ich natürlich nicht getan, ob durch die Spielmechanik des Teleportierens, was extrem spät erst eingeführt wurde, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, warum das erst so spät eingeführt wurde. Ich meine, alle Fähigkeiten habe ich sofort bekommen, sofort wirklich, nur das Teleportieren nicht. Da frage ich mich, wer hatte diese Idee? Diese Idee, also ich verstehe sie nicht ganz. Normal ist es, also für mich wäre es normal bei einem Spiel, dass man von Mal zu Mal immer was dazu bekommt und nicht am Anfang, bam, du bekommst einfach alles und später fügen wir dann einfach noch eine Sache ein. Also der Sinn dahinter, den verstehe ich nicht ganz. Storytechnisch macht es schon irgendwie ein bisschen Sinn. Er hätte natürlich auch früher schon mal erkennen können, dass er, wie man sich eigentlich teleportiert, weil Abigail, die wir am Anfang kennengelernt haben, die uns so ein bisschen eingewiesen hat in das Spiel, die hat sich auch schon wegteleportiert. Beziehungsweise am Friedhof haben wir es ja erfahren. Da hat er es das erste Mal hinterfragt, weil er jemanden gesehen hat, die sich wegteleportiert hat, die ja geflüchtet ist. Aber am Anfang wurde das auch schon mal gezeigt. Und da frage ich mich, warum hat er das am Anfang nicht hinterfragt? Das ist so eine Sache, die verstehe ich nicht ganz. Also, wenn man es entweder muss man so machen, dass man von Anfang an alles hat, oder man muss es Stück für Stück immer wieder einführen. Man hätte in das Spiel das ganz prima einbauen können, dass man, weiß ich nicht, in der sozusagen Open World, also diese Stadt Salem, ein paar Sachen hat, die man erst später öffnen kann. Also zum Beispiel diese Fässer sozusagen wegmachen, beziehungsweise manche Türen offenbaren, so hieß das, glaube ich. Das hätte man auch später einführen können, nach einer Mission zum Beispiel, wenn man das erste Opfer sieht oder das zweite Opfer, dass man da halt das braucht und man sich dann da fragt, wie funktioniert das denn eigentlich? So hätte man das von Mal zu Mal einführen können. Weiß ich jetzt nicht, warum das jetzt nicht gemacht wurde, kann ich jetzt auch nicht beurteilen. Ich meine nur von mir aus gesehen, es hätte ruhig so gemacht werden können. Aber ansonsten muss ich sagen, was ich vorhin auch schon gelobt habe, dass halt hier durchaus die Charaktere ausgebaut wurden. Nicht in dem Sinne, dass sie in die Story eingebaut wurden, sondern eher, dass man Hinweise zu den Charakteren finden konnte, die nicht alle extrem schwer versteckt waren. Das finde ich auch noch gut. Wenn man sowas schon macht, dann sollten die nicht so extrem schwer versteckt sein, dass man sie gar nicht finden kann, sondern müssen auch schon offensichtlich da liegen, damit man halt in die anderen Charaktere reinfühlen kann. Wenn das sozusagen so schon gewollt ist, durch Randinformationen, Nebeninformationen, dann müssen diese Nebeninformationen auch gut dargelegt werden.
Was ich dem Spiel hier aber durchaus nie ankreide, weil das hat es schon offengelegt, muss ich so sagen. Oh. Als nächstes, was vielleicht noch für einige wichtig sein könnte, denke ich, werde ich mich auf L.A. Noir konzentrieren und das abschließen. Und was vielleicht für den einen oder anderen interessant werden könnte, was ihr aber wahrscheinlich jetzt noch nicht neu erfahrt, denn wenn ich das Ende hier von Murderit hochlade, ja, dann weiß ich nicht, was dann für ein Datum gerade ist. Aber auf jeden Fall, heute haben wir den... Ich muss mal kurz auf meine schlaue Uhr gucken. Wo ist denn meine Maus? Ich kann gerade nicht gucken, tut mir leid. Ich glaube, heute ist der 28., ein Mittwoch. Ich weiß nicht, ob der 28. Januar ein Mittwoch ist, weil ich gerade nicht weiß, ob der 28. wirklich ist. Das ist echt dämlich. Naja, auf jeden Fall, an diesem Wochenende werde ich zum Wochenende nicht den regulären Part von Murderit wahrscheinlich hochladen, sondern da kommt ein bisschen was Special. Weil mir ist aufgefallen, ich habe selbst ja viel gemerkt, dass ich mit den vielen Spielen, die ich gemacht habe, nicht klarkam. Aber jetzt merke ich, dass ich mit einem Spiel doch schon wenig mache. Beziehungsweise, ich fühle mich so ein bisschen unterfordert. Deswegen habe ich mir jetzt gedacht, okay, am Wochenende sollte ich durchaus was anderes einführen. Was das sein wird, verrate ich doch jetzt doch schon, kann ich durchaus machen. Ich habe vor, da so entweder so ein Antesten, so ein Video mit Spielen, die ich anteste, weil ich habe unendlich viele Spiele in Steam, die ich noch nicht einmal gespielt habe, die ich durchaus mal antesten könnte. Oder, ja, es gibt kein Oder. Das wären dann also so kleine Specials, dass ich ein Spiel anteste. Das soll eigentlich nur so zwischen 15 und 20 Minuten dauern. Da werde ich natürlich wahrscheinlich das Intro mal überspringen und das ganze Tutorial, weil das ist langweilig für euch zu sehen. Und dann werden wir einfach mal in das Spiel reinstarten. Manchmal ist das Tutorial auch interessant. Ich werde mal schauen. Auf jeden Fall, was ich gut finde, es ist hier geschafft. Der Abspann ist auch so gut wie fertig. All diejenigen Leute, die gewürdigt werden sollten, sind gewürdigt. Ich habe sie auch gewürdigt, weil ich habe sie in meinem Video gezeigt. Und zwar kann man die nur in meinem Video sehen. Und mein Video mit meinem Kanal, der Raphael anders heißt, ist natürlich der beste schlechthin. Und das sage ich mit Absicht jetzt am Ende, weil eh keiner mehr zuhört. Aber wenn ihr das natürlich gehört habt und noch keinen Kommentar geschrieben habt, dann schreibt einfach mal Hashtag Ruffy is the best around. Das würde mich freuen. Gut, wir sind wieder im Startbildschirm. Murderit Soul Suspect. Ja, ich sagte es, glaube ich, anders beim ersten Mal. Ich weiß nicht, was ich da sagte. Wahrscheinlich Subject. Aber das war's von Murderit Soul Suspect. Es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wir sehen uns dann wieder bei L.A. Noir, was jetzt hier nach auf jeden Fall kommen wird. Und ich würde sagen, bis dann und wir sind raus.